könnt ihr euch noch an die wundervolle Zeit erinnern, als ich mit meinem T300 in meinem kippelnden Schreibtischstuhl mit meinen TSEM-Pedalen an meinem Schreibtisch saß und die Sim-Racing-Welt unsicher gemacht habe. Irgendwann wurde es dann extrem wild. Ich bin auf ein Triple-Screen-Setup, auf einen Rig, auf ein Direct-Drive-Wheel, auf einen Schalensitz, auf hydraulische Pedale und so weiter gegangen. Aber Freunde, heute das große Experiment. Ich habe mir extra ein T300 bestellt, denn viele von euch haben gesagt, beziehungsweise haben mir mal gefragt, wie groß ist denn der zeitliche Unterschied jetzt zwischen einem alten Setup und dem neuen Setup? Und da ich das nicht wusste, habe ich mir ein T300 bestellt mit dieser ja grandiosen Technologie, mit den unfassbaren 3 Newtonmeter und diesem wunderbaren Lenkrad. Oh mein Gott. Was ist das denn? Und das hatte schon ein bisschen Nostalgie, das hier wieder in der Hand zu halten, diesen fetten Schinken hier auf dem Schoß zu haben, diesen Plastikbomber. Das ist schon ein wunderbares Ding irgendwie auch. Also man kann es eigentlich nur lieben. Und wir werden natürlich schauen, wie groß der Unterschied tatsächlich von der Pace ist, vom gesamten Gefühl ist. Ich werde nicht mit Loadcell-Pedalen fahren. Ich fahre hier mit den Standard-Thrustmaster-Pedalen, die genau dieses wunderbare Problem hier haben, dass sie ja eigentlich nur am Kippeln sind. Also du musst sie nur angucken, du musst sie nur anpusten und das Ding, das überschlägt sich so gut wie. Aber der Mavix war kreativ. Der Mavix hat improvisiert und hat die Hantelscheibe ausgepackt, hat sie einfach hier draufgelegt und schon ist das Ganze gut. Man muss nur mal ein bisschen kreativ sein, Freunde. Und dann läuft es auch mit den Thrustmaster-Pedalen. So, könnt ihr euch noch an dieses wunderbare Geräusch erinnern? Es ist einfach ein Klassiker mit diesem Wheel, also ein absolutes Träumchen. So, und so sieht mein Setup aus, mit dem ich hier heute unterwegs sein werde. Wir werden hier unter anderem auf einem 21:9 Monitor fahren, also nicht mal mit meinem Triple Screen. Und als Referenzzeit habe ich mir einfach hier eine Runde auf Kyalami rausgesucht, beziehungsweise die Rundenzeiten von Kyalami. Da sind wir ja eigentlich immer so im, sagen wir mal, ganz, ganz grob. Wenn wir jetzt nicht die absolut kranken Zeiten fahren, sind wir da so im mittleren 39er-Bereich. Sagen wir jetzt mal 39,6. Das haben wir uns mal so als Maßstab genommen. Und ja, ich habe hier meine Webcam ausgepackt und ich will natürlich euch das nicht vorenthalten, wie das Ganze hier aussieht. Sonst wäre das Ganze ja auch hier irgendwie langweilig. Und ich bin hier in meinem Schaukelstuhl. Ihr seht schon, ich bin direkt glücklich und es fühlt sich extrem, oder es hat sich extrem, extrem komisch angefühlt. Das kann ich schon mal sagen. Das war quasi so, als ob du hier komplett ins Leere irgendwie reinlenkst. Hier das Clipping vom Force Feedback war auf jeden Fall auch ein bisschen präsent. Ihr müsst mal unten rechts auf diesen roten Balken achten und generell achtet mal auch auf meine Fahrtechnik. Also wie ich bremse, wie ich aufs Gas gehe, wie ich die Kurven fahre. Ja, wie zum Beispiel hier direkt mal fast das Auto verloren. Also es war wirklich ganz komisch. Es hat sich wirklich angefühlt, als ob irgendwie gar kein Feedback da ist. Und ich hatte es irgendwie so in Erinnerung, dass das Wheel ja auch nicht ganz, ganz, ganz leicht war. Aber wenn du von einem Direct Drive kommst, hat es sich wirklich ganz komisch angefühlt, weil natürlich auch alles viel mehr gefiltert ist und nicht so direkt ist wie mit einem Direct Drive, logischerweise. Aber es hat sich wirklich schlimm am Anfang angefühlt. Aber es war tatsächlich vom reinen Fahren her dann relativ okay, bin ich ehrlich zu euch. Ihr seht es hier, ich kann das Auto gut auf der Strecke halten. Es ist natürlich jetzt noch nicht sonderlich schnell gewesen, zumindest habe ich das gedacht. Ihr müsst mal gleich auf die Rundenzeiten achten. Zum Schluss werde ich euch auch mein komplettes Fazit zu diesem Experiment sagen. Also auf jeden Fall dranbleiben, Freunde. Hier seht ihr zum Beispiel auch unten rechts das Clipping. Hier in dieser langgezogenen rechts oder in diesen langgezogenen Kurven ist es wirklich extrem krass gewesen, wie ja wenig du im Endeffekt gespürt hast. Also man könnte die Einstellung an sich wahrscheinlich optimieren, aber ich habe mir gedacht, ich nehme wirklich die Einstellung, die ich früher gefahren bin. Und die erste Rundenzeit war eine 40,7 und da habe ich schon gedacht, okay, das war irgendwie gar keine gute Runde, aber die Rundenzeit war irgendwie trotzdem einigermaßen gut. Und 5 Minuten später hatte ich, achtet oben links drauf, ja schon mal eine deutliche 39er im Delta. Also ich habe mich hier vor diesem Video 10, 15 Minuten halt ein bisschen warm gefahren, beziehungsweise habe die Einstellung halt alle getätigt. Hier habe ich es jetzt allerdings in der Rechtskurve verkackt, also auf der Bremse. Das ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Bremse. Mit diesem Pedal, mit den Standardpedalen, ist die Bremse ein absoluter Witz, beziehungsweise du fühlst einfach gar nichts. Du kannst gar nicht einschätzen, wie viel du jetzt bremst. Du hast gar kein Gefühl für das Auto, wie viel das Auto gerade rotiert und wie gut du gerade in die Kurve reinbremst, wie gut das Trailbraking ist. Das ist alles immer irgendwie nur so ein Raten und irgendwie abschätzen und drumrum eiern, aber so richtig ordentlich bremsen. Natürlich ist es natürlich auch Gewohnheitssache, aber so richtig spüren tust du damit natürlich nichts. Aber das ist mir im Vorfeld dann auch schon bewusst gewesen, dass es natürlich eine krasse Umstellung wird, wenn du von hydraulischen Pedalen und einem Direct Drive kommst. So, wir sind hier aber auf der nächsten gezeiteten Runde. 6 Runden bin ich jetzt hier gefahren, also sagen wir mal so ganz grob 10 Minuten war ich hier in dieser Session unterwegs. Und von den Rundenzeiten her habe ich ja gerade schon gesagt, es hat mich wirklich schockiert, wie schnell man ja wieder auf Pace ist, beziehungsweise was hier mit diesem Equipment, was ich 1,5 Jahre nicht gefahren bin und generell halt vom Equipment her, dafür, dass du so wenig spürst, sind die Rundenzeiten auch, ich würde nicht sagen, man kann vielleicht 1:1 die Zeiten fahren, die man mit einem Profi-Equipment fährt, aber du kommst extrem nah ran. Da werde ich auch gleich nochmal was in dem Fazit zu sagen, denn
viele fragen sich jetzt natürlich auch, okay, lohnt es sich, so ein Upgrade, für wen lohnt es sich? Da werde ich gleich mal kurz drauf eingehen. Wir haben hier aber schon wieder ja fast die 39er im Delta und wir haben ja gerade diese Rechtskurve, auf die wir jetzt hier zufahren, nämlich genau jetzt hier in dieser Anbremszone. Da haben wir es ja gerade verkackt und die habe ich jetzt diesmal ein bisschen besser getroffen. Und da haben wir direkt auch wieder einiges an Zeit hier im Delta. Und Leute, wird es jetzt hier tatsächlich nach ungefähr 10 Minuten die erste 39er hier mit meinem T300. Ich habe auch die ganze Zeit oben aufs Delta geguckt, weil ich selber nicht glauben konnte. Und jetzt hier die letzte Kurve nicht verkacken, die war einigermaßen okay. Und ja, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte mir, das ist jetzt ein absoluter Witz. Ich kann doch nicht hier... Ich habe wirklich länger eingeplant, hier zu fahren, aber nach 10 Minuten oder nach 7 Runden bin ich hier die erste 39.897 gefahren. Und Freunde, das war es noch nicht. Da war potenziell noch viel, viel, viel mehr drin in dieser Runde. Und es hat sich wirklich ganz komisch angefühlt, denn du hast gar nicht das Gefühl gehabt, dass du so gut unterwegs warst, aber die Rundenzeiten haben dir immer das Gegenteil bewiesen, dass die Zeiten eigentlich gut waren. Aber das ist halt das Komische daran, wenn du halt wenig Feedback bekommst, dann kannst du natürlich im Detail auch nicht fühlen, was das Auto macht und dementsprechend kannst du das viel, viel weniger einschätzen, was im Endeffekt dann hinten raus für eine Rundenzeit rauskommt. Und das war wirklich eine ganz komische Geschichte insgesamt. Ihr seht es auch schon wieder oben im Delta. Also wir waren hier wirklich auf richtig, richtig guten Rundenzeiten unterwegs, hatten teilweise sogar 39,6er Zeiten hier im Delta. Also gar nicht weit weg von den Zeiten, die ich hier mit meinem Profi-Setup ja die letzten anderthalb Jahre gefahren bin. Und tatsächlich haben wir unsere Zeit nochmal verbessert. Eine 39.840 und ich möchte euch jetzt mal mein Fazit zu diesem Experiment sagen und beziehungsweise euch mal so ein paar Kleinigkeiten noch nennen, die hier auf jeden Fall wichtig sind zu beachten. Mit günstigem Equipment kann man schnell sein, keine Frage. Ihr habt es gerade gesehen, wenn man nur auf die Pace guckt, muss man sich nicht unbedingt ein neues Setup kaufen. Den Tipp kann ich euch geben. Allerdings, wenn man eine ganz andere Wahrnehmung vom Simracing an sich haben möchte, also in Bezug auf Gefühl auf der Bremse, im Lenkrad und so weiter, dann macht ein gutes Equipment auf jeden Fall Sinn. Ihr habt dann nicht nur insgesamt ein viel, viel, viel besseres Gefühl für das, was ihr da auf dem Bildschirm tut, sondern ihr habt auch insgesamt ja eine viel bessere Fahrtechnik, die ihr euch langfristig aneignet. Also ihr könnt zum Beispiel auf den Thrustmaster-Pedalen natürlich gar nicht das Gefühl entwickeln wie auf Hydraulik-Pedalen oder generell auf Loadcell-Pedalen, wo man mit dem Druckpunkt arbeitet. Ihr habt dadurch eine viel mehr Kontrolle, wenn ihr natürlich mehr im Lenkrad spürt, mehr in den Pedalen spürt und euch mehr Sachen abspeichern könnt. Das müssen nicht unbedingt 1000 Euro teure Pedale sein. Man kann auch mit den TLCM-Pedalen anfangen, so wie ich es am Anfang getan habe. Aber wichtig ist es, dass ihr die Pedale unter anderem natürlich fest montiert in irgendeiner Form. Dass es Loadcell-Pedale sind, würde ich schon sagen, das ist schon eine große Hilfe. Ja, und dass man generell ein Setup hat, was fest montiert ist. Sowohl das Lenkrad als auch die Pedale. Das muss nicht unbedingt ein Rig sein, man kann sich auch Zwischenlösungen suchen, wie zum Beispiel einen Pedalstand, wo ein Lenkrad noch mit dran montiert werden kann. Aber insgesamt muss ich sagen, es war schon eine große Überraschung für mich, dass ich so gut mit meinem ja, Setup von vor anderthalb bis zwei Jahren hier klargekommen bin. Leute, lasst ein Däumchen da. Checkt auf jeden Fall hier im Endscreen meine anderen Videos aus. Bis zum nächsten Mal. Euer Mavix. Ciao. Ciao.